Hallo und willkommen zum Let's Play von Crusader Kings 2. Gut, ich lasse einfach mal die Zeit weiterlaufen. Wir wollten hier unten ja mal die Bretagne zu uns übernehmen, müssen aber noch ein wenig warten. Ich glaube, weil die im Krieg sind da unten. Es gab es ja als Beschränkung, er kämpft gerade gegen Leon, also quasi mit einem unserer Vasallen. Sind wir hier, das ist wieder das große Turnier. Hofjagd für 19 Gold. Könnte man noch machen. Vasallisierung würde ich gerne wem anbieten. Was macht der hier? Der kämpft gerade Galloway Unabhängigkeitskrieg. In Cumberland versuchen wir ja Ansprüche zu fingieren. Das sollte eigentlich bald mal funktionieren. Der Herzog von Galloway, dem könnten wir sogar den Krieg erklären, aber ich habe die Vermutung, dass uns das nichts bringt, weil er eh gegen Schottland am Verlieren ist. Das dürfte ja das hier. Das gehört da dazu. Ja, die zwei hier, das gehört denen. Wobei das hier Galloway wäre. Der Herrscher von Island beansprucht den Thron von Schottland. Interessant. Schauen wir, was wir hier oben alles bauen können. Bauen, hier. Wir haben einen Burgfried, nö. Was haben wir hier? Hier, Wachquartiere wäre nicht schlecht. Hier bauen wir den Burgfried einfach mal. Wir haben Typhus, super. Da stehen die Wachquartiere schon. Hier bauen wir welche. Unsere Tochter ist volljährig. Können wir mal gucken, ob wir ihn zum Verheiraten finden. Das hier ist die Tochter. 16. Irgendeinen jungen Herrscher oder sowas, russisch, okzitanisch, holländisch. Das hier wäre mehr. Der Elf von Oswy. Englisch. Schaut eigentlich immer so schlecht aus, muss ich sagen. Das ist natürlich nur Höfling. Wenn ich jetzt hier nach Rang sortiere, dann würde ich wahrscheinlich feststellen, dass sowieso nicht wirklich viel da ist. Genau. Der Herzog von Albany. Den gäb's. Der war erst 13. Das war das hier oben. Das haben wir, glaube ich, mal erobert. Der Highbirth. Ja, sind die nicht. Ne, die sind nicht verwandt, scheinbar. Das wäre ein Genie. Und ein Zwilling. Herzog von Kunut? Nein. Da wird es dann schon weniger. Ich würde dann fast sagen, entweder den Herzog. Na, ich glaube, ich nehme den Herzog von der Räuber aus. Ja, das ist nicht schlecht, glaube ich. Das sichern wir auch gleich diese. Das dürfte das hier sein. Ne, das war Albany. In der Heubers gibt es dann scheinbar sogar schon. Schauen wir mal, wenn wir es gleich sehen, wenn er zustimmt. Dann müssten wir eigentlich sehen, dass in der Heubers was drin ist. Also Nachfolger gibt es da wohl schon. Ja, gut. Wir haben kein Fieber mehr. Genau, der hier. Der hätte schon einen Nachfolger und das wäre hier Lochlan McTaduan, keine Ahnung, ist mir egal. Der sollte auch nächstes Jahr dann 16 werden, das passt dann schon. Sollen wir uns nur noch hier um Albany Gedanken machen? Der Earl von Galloway bekommt das. Vielleicht hätte ich das eher daher verheiraten sollen, aber gut. Da ist jetzt zu spät. Ansonsten brauchen wir natürlich wieder ein paar Ansprüche. Ich könnte mal gucken, was die Technologie so macht. In meiner Domäne.
Volkssitten. Beide Stadtmeinung, ich glaube, das lohnt sich mal. Unsere Königin-Gemahlin ist gestorben. Okay. Das hat den Vorteil, dass wir wieder heiraten können. Das ist okay. Und unsere Domäne ist jetzt zu groß. Und unsere Ratsposition muss wieder verteilt werden. Bürgermeister von Waterford, der hätte 18. Das wäre schon mal nicht schlecht, aber wir schauen mal, ob wir hier vielleicht wen finden. Ja, das sind neue Höflinge, glaube ich, überall. Wenn ich hier mal nach Rang sortiere, vielleicht gibt es da doch wen. Wir haben ja vorhin nur die Männer angesehen. Die Herzogin von Aquitanien. Baroness von Borsna. Hofspitzel, Prinzessin von England. Die hat aber sehr gute Stats, muss ich sagen. Ich glaube fast, wir nehmen die 14 Punkte. Davon kriegen wir 7. 7. Wie hatte unsere Gattin? Die hatte 10. Ja, das müsste dann auch reichen. Dann heiraten wir die Prinzessin von England. Mal gucken. Die hier war das, die Jüngere. Die hat auch einen Mordskriegskunst-Skill. Schauen wir es uns mal genau an. Ich möchte sie gerne... Sie hat einen Anspruch auf das Königreich von England, was sehr gut ist, und auf Lancaster. Wo war's denn? Ach, komm. Durch eine Heirat ins Haus der Normandie 34 Prestige gewinnen. Was ist denn? Das ist nicht verkehrt, das schadet uns nicht. Und den Hofspitzen müssen wir da nennen. Ja, es geht jeden an. Auf die 90 Gold können wir nicht verzichten. Und der hier macht den Hofspitze. Intrigen aufdecken wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, gut. Vielleicht doch Technologie studieren. In der Lombardei. Mittendrin. Gut, damit ist unsere Domäne wieder ausgeglichen. Ja, kann ich jetzt eigentlich England hier schon für uns den Krieg erklären, oder? Ja, für die Gattin kann ich es nicht beanspruchen. Das ist, ja, das war zu erwarten. Ich hoffe doch, dass... das geerbt, kriegt er das dann? Ne, scheinbar nicht. Er hat sich selbst einen Anspruch auf die Grafschaft von Perfettblatt besorgt, okay. Das schadet nicht. Der hier ist ja schon verstorben. Und das ist der Herzog von Knut. Den müsste man... Er ist jetzt 6, wenn ich den jetzt versuche... Verlöbnis arrangieren. Vielleicht findet sich da wer. Da findet sich so gar keiner. Ach Gottchen. Na, ja, das ist wieder mega Übersicht, nicht so einfach drin. Ja. Ich hoffe, da passiert nichts Großartiges. Und hier? Kastilien und Britannien. Graf Aimeri. Ist das der hier? Nö. Die hier sind nicht im Krieg, also eigentlich der hier vielleicht. Ja. Also der verteidigt jetzt hier gerade wann. Wow. Und die geben dauernd Truppen aus und schwächen so indirekt unser Reich. Das finde ich überhaupt nicht gut. Gut, die Blattern sind in Gwent ausgebrochen. Und hier ist auch ein bisschen was unterwegs. Krieg erklären, Heirat arrangieren. Da findet sich ja da wer.
Ah, die Herzogin kann ich selbst gar nicht mehr verheiraten, die ist schon. Mit so einem ziemlich alten Knacker. Okay. Ja, Schottland hätte ich auch gern. Vielleicht könnte man hier Nachfolger. Vielleicht ist der 15. Von Galloway. Ja, da haben wir quasi keinen zur Auswahl. Der uns was bringen würde. Umschalten, unabhängige Reiche, das sieht uns ein bisschen besser. Von Schottland ist nicht mehr viel übrig. Was braucht man eigentlich für den Titel? Das würde mich mal interessieren. Hier steht es glaube ich nicht drin. Das sind wir. Ja. Oh, wir können Herzogansprüche durchsetzen. Was ist denn hier los? Ich vermute, dass der Nachfolger verstorben und der Anspruch wurde außerhalb des Reiches vererbt. Das finde ich gar nicht gut. Ich könnte jetzt... Das hier müsste ich machen. Von rechts wegen ein Vasall. So, das wäre auch hier unten gegen Kastilien, glaube ich. Nimm mal. Doch, das ist der König von Kastilien. Der müsste doch zwei Grafschaften. Biscaya und Gwent, genau. Ja, wir wollen Gwent wiederhaben. Sowas. Unglaublich. Das weiß auch nicht. Was der sich da denkt. Was wir hier haben, lassen wir gleich mal so hier reinmarschieren. Im Fußweg. Es gibt wieder Vasallenmeinungsabzug. Ich sehe es schon kommen. Lass mich mal kurz laufen. Ja, das Land. Jetzt ist natürlich hier unten, haben wir den Vorteil, dass wir sogar eingreifen könnten, um die 1300 Truppen zu schlagen. Das machen wir mal. Damit der Krieg da unten vielleicht auch mal vorbeigeht. Oh, die nehmen wir auch noch. 1300 Truppen hier oben ausgehoben auf einen Schlag, das gefällt mir. Und dann lassen wir die hier unten mal runterfahren. Und unterstützen den Krieg da unten. Das hier dürften wir relativ fix. Das müsste gleich erobert sein. Und hier unten. Oh, er flüchtet. Ja gut, ne? Dann machen wir das anders. Ne, nicht hier die Flüte aufteilen. Wir wollen die hier einschiffen. Und schicken die hier nach. Bis direkt in die Biscaya. Und zwingen ihn in die Knie. Vor allem sind wir auch schneller als er. Ich sehe da kein Problem. Und damit belagern wir unten die Biscaya. Und die Schiffe packen wir wieder weg. Haben die jetzt hier eigentlich den Frieden wieder erklärt? Ja, super. Aber wir können jetzt den Titel Herzogtum übernehmen. Das machen wir gleich. Jawohl. Dadurch haben wir jetzt das Herzogtum der Bretagne. Jetzt haben wir natürlich wieder den Abzug für zu viele Herzogtümer. Jetzt will ich mal bei den Vasallen schauen. Müsste das eigentlich da stehen? Verlangt nach dem Herzogtum der Bretagne. Zu viele Herzogtümer minus 10. Mhm. Gut, aber die sind alle positiv gesinnt. Das ist nicht so schlimm. Jetzt hat sich die ganze Bretagne natürlich aufgeteilt in einzelne kleine Staaten, denen wir hier die Vassalisierung anbieten können. Das wäre das Einfachste. Und dann geht es so nebenher. Weil er den Krieg hier unten beendet hat. Er schwört uns die Treue und wird uns als Vasall dienen. Jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt fragen wir mal da nochmal nach. Nee, der mag nicht. Der hier mag auch nicht. Okay, die werden wir dann nachher erobern. Sobald wir das hier gewonnen haben. Wir sind hier. 200. Ich
kann ja mal fragen, Frieden anbieten. Hm? Nee, mag er nicht. Ich bin Kenntnis einer Verschwörung gelernt, bei der Earl Matthias von Cornell die folgende Absicht trägt. Übernehme die Herrschaft von Königreich von Wales. Ein ganzes Königreich hier. Beenden. Königreich von Wales. Das hat er alles. Ah ja. Ne, da hatte nur eine Grafschaft von Moray, okay. Verschwörung beenden, bitte. Das war das Einfachste. Wollen wir uns nicht mit irgendwelchen Typen rumstreiten. Ja, die Vasallen meckern. Das muss aber sein. Ja, unsere Forderung ist fair, das weiß ich auch, sonst würde ich sie nicht stellen. Oder ist er der Meinung, dass es hier Forderungen geben könnte, die nicht fair wären? Der hat eine miese Meinung von uns und der hier auch. Jetzt könnte ich natürlich auch unseren... Ja, aber ich will eigentlich da oben mal Anspruch haben. Wenn ich hier jetzt den zum Beziehungen verbessern darunter setze. Ja, der hat eh nichts gebracht. Jetzt setzen wir ihn mal runter, verbessern die Beziehungen. Machen es dann auf die einfache Variante. Wir werden jetzt eigentlich hier einen Verbündeten. Nee, der ist wieder weggefallen. Schon wieder Erkenntnis einer Verschwörung. Und zwar die Autorität der Krone in Irland verringern. Von Herzog von Meas und Leinster. Ja, das wird schon interessant. Das war das hier. Aber er hat nur eine Grafschaft. Der Graf von Leon ist der Nachfolger. Das ist interessant. Ist der hier. Ja, wir könnten ihn jetzt einkerkern. Die Glänzchen. Nee. Da müsste ich ihn vorher einkerkern. Wie viele Söhne haben wir? Ich glaube, naja, wir haben ja nur noch einen. Er hat aber auch schon wieder einen Sohn, aber das würde ich ihm nicht andrehen wollen. Er hat vier Grafschaften und ein Herzogtum. Ich glaube, in dem Fall versuche ich ihn einzukerkern. Einkerkern. Bitteschön. Erst in der Schloss und Riegel, das hat funktioniert. Und jetzt wollen wir ihm einen Titel entziehen. Und zwar Leinster. Ah ne, das geht gar nicht. Dann müsste ich ihn verbannen wahrscheinlich. Ne, auch nicht. Das ist ja seltsam. Gut. Oder auch nicht gut. Ich könnte jetzt auch hinrichten. Hinrichten wäre die Meinung aller Vasallen um minus 10. Aus dem Kerker entlassen, das wäre plus 10. Titel entziehen. Das Herzogtum von Meas, 400 Prestige. Man muss ihn minus 20 verschlechtern. Naja, dann lasse ich ihn da drin versauern. Jetzt brauche ich natürlich einen neuen Kanzler, der war gut. Okay, vielleicht doch entlassen und dann freikaufen könnte ich ihm noch anbieten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. 145 Gold, ja, das klingt doch nicht schlecht. Ne? Dann kann er sich freikaufen, wir setzen ihn wieder ein. Und dann passt das alles. Dann haben wir das elegant gelöst. Die Rückkehr von Herzog Konstantin. Ja. Hier, wir hätten sogar einen Job für dich, hä? Hm? So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir Gwent wieder zurückerobern. Ach, unsere Katrin ist nicht zufällig schwanger, nee. Das ist jetzt meine Schwester. Prinzessin von England. Die könnte man zum Beispiel hier mal Heirat arrangieren. Haben wir da vielleicht wen? Ja, wir hätten sogar wen. Ein Höfling. Hier, hm? Ah, der hat auch einen Anspruch aufs Königreich. Das hat natürlich einen Nachteil. Dann erben seine Kinder natürlich den... Nee, das müsste man mit unseren eigenen Dynastiemitgliedern machen. Dann wäre das sinnvoller.
Was machen wir jetzt mit unserem Geld? 500 Gold hätten wir. Der Angriff schwächt. Hier, was hätten wir hier? Ich könnte zum Beispiel, was könnte man denn machen? Das Burgstädtchen nochmal aufbauen für 200. Kleiner Stall, Wohnungsplätze. Oder hier, ein Stadtgraben. Haben wir hier? Ah, komm, bauen wir einfach mal einen Burggraben. So ein kleiner. Das schaut nicht. Das kann nicht schaden. Hier ist schon einer und in unserer zweiten. Da können wir was Sinnvolles bauen. Hm? Nachtquartiere oder ein Burgfried. Eine Wachquartiere. Jetzt weiß ich auch, warum ich da so viele Truppen rauskriege. Da stehen zwei Burgen. Und seine Truppen hier stehen hier rum und tun nichts. Also wahrscheinlich darauf warten, dass wir hier wegziehen oder sowas. Die wollen quasi heimkehren. Wir sind um Volkssitten in Tyrone, erhöht er sich. Ah ja, Verlobte können heiraten. Wunderbar. Der Herzog von der Heubers. Wenn ich jetzt... Weil wir haben hier oben in Albany das Problem. Das ist aber erst 14. Ja. Das müssen wir schon anhalten hier, hm? Herzog von der Heubers, da heiraten wir unsere Tochter rein. Okay. Dann müssen wir mal kurz unsere Technologie prüfen. Weil ich Volkssitten eigentlich hier. Jawohl. Dann ist unsere Tochter schon mal im Herzogtum. Ja, unsere Technologie in dem Sinne passt eigentlich sogar. Volkssitten wird nicht viel steigen, halt die Vermutung. Nee, das dürfte erst passiert sein. Legalismus. Das wäre natürlich toll, wenn wir da noch was hinkriegen. Oder religiöse Sitten. Ja, machen wir religiöse Sitten. Wieder eine Verschwörung. Übernahme der Herrschaft von Königreich von Wales. Ist das wieder der hier? Nee, Herzogtum von Gwynedd. Das ist ein anderer. Der hat auch eine Grafschaft und zwar Gwynedd. Ja, er hätte sogar einen Anspruch auf die Grafschaft von Orvieto. Hier hinten. Ja, genau, den Papst in den Krieg erklären. So weit kommt's noch. Entweder Verschwörung beenden, ich könnte ihm natürlich auch einknasten. Die Frage ist, was mache ich dann? Er hat zwei Töchter. Herzogtum von Gwynedd und Grafschaft von Gwynedd. Nee, da sagen wir einfach hier. Beenden bitte. So, vielleicht will der hier jetzt Frieden, hm? Immer noch nicht. Oder eigentlich haben wir es bald. Der Angriff schwächt schon wieder. Kann doch nicht wahr sein. Gleich haben wir die Stadt. Und fürs Bistum. Bistumstärke 1. Da kann ich jetzt gar nicht stürmen. Doch. Aber dann würden wir schwere Verluste riskieren. Ja, das ist natürlich nicht gut. Sollen sie alle in die Hölle fahren? Jawohl. Einmal in die Hölle fahren. Vielleicht mag er mich ja jetzt besser, hm? Ne, immer noch minus 48. Wer ist eigentlich da der Nachfolger? Der Earl von Connell. Das ist interessant. Der Earl von Connell hat hier die Grafschaft. Das heißt, wir können hier auch die Ermordungsvariante verwenden. Und was hätten wir hier? Das wäre sogar die einfachere Variante. Ist das dasselbe? Ja. Von Wann und Renn. Das heißt, ermorden wäre hier viel einfacher. Wahrscheinlich will er sich deswegen nicht vassalisieren. Macht, Kultur. Geschenk schicken? 75 Gold, das ist ganz schön teuer. Wie alt ist er? 44? Wie gerade denn ist 47? Da werden wahrscheinlich keine Kinder mehr kommen. Das heißt, wir könnten es A durch einfach auslaufen. Wow. Durch auslaufende Zeit einfach besiegeln.
Ja, lassen wir mal so. Ich könnte ihm natürlich auch einfach einen Krieg erklären und dann hätte sich die Sache. Schlechte Meinung, ausländische Kultur, Grundzurückhaltung. Ja, mal schauen, ob der Kanzler hier was reißen kann. Normalerweise sollte er. Er hat ja einen relativ guten Skill, ich glaube 22. Er war zwar bei uns mal im Knast. Ist er auch da stehen? Nee. Wir haben immer noch die Syphilis, das ist super. Fruchtbarkeit minus 20%. Macht England hier gerade? Hm? England? Nachfolger? Oh, das ist ein. Achso. Nachfolger ist eher anderer. Ja. Das ist auch schon ein wenig. Ja. Gut, jetzt müsste es doch eigentlich hier fliegen an Wien gehen. Immer noch nicht. Weil das da oben haben wir jetzt erobert. Was ist das hier? Adelise, unsere Gattin. Es ist, als sähe ich Adelise zum ersten Mal ihren natürlichen Geist, die interessanten und witzigen Marotten, die sie hat und wie liebevoll sie wirklich ist. Könnte es sein, dass ich Adelise liebe? Das wäre nicht schlecht bei der Gattin. Das schadet nicht. Liebe akzeptieren, ja. Bitte. Müsste ja eigentlich funktionieren hier. Kann nicht so. Oh, das haut schon hin. Ist natürlich die Frage, wie ich das hier mache. Das kann ja nicht so ewig dauern. Formell würde er ja akzeptieren, aber das will ich nicht. Kriegen wir wieder. Hä? Der Herzog Ahed, genau. Wir brauchen hier nicht mehr so viele Truppen. Jetzt ziehe ich mal. Ne, die lasse ich drin stehen. Und tu mir einfach mal hier ein paar Truppen raussuchen. 500 zum Belagern sollten wir eigentlich lang. Die ich wieder zurückschicken kann. Damit wir hier zwar noch verteidigen, aber nicht ganz so viel Abzug bei den Vasallen kriegen. Minus 4 ist es schon. Und wir müssten noch einen Herzogstitel loskriegen. Sollen wir schauen, ob unser Nachfolger schon reichlich hier. Ja, immerhin geht da was vorwärts. Ein Sohn ist schon mal da, das ist nicht verkehrt. Oh, die ist verstümmelt und hat jetzt ganz schlechte Stats, ist aber sogar schwanger. War der schon mal verheiratet? Warum hat der ein Kind? Eben, ein legitimierter Bastard, ah ja. So ist es also. Ja, Galloway, wo gehört das dazu? Königreich, Herzog. Ich würde gern das Herzogtum. Gibt es hier ein Herzogtum Galloway? Das hier? Ja. Da gehört Galloway und Carrick dazu. Ich glaube, ich stelle unseren Kanzler doch woanders hin. Das heißt, wenn ich jetzt hier Ansprüche fingiere, nach Carrick setze. Muss im Frieden sein. Er wird sich ja so nicht vassalisieren. Ich möchte Galloway das Herzogtum gründen, dann habe ich auch eine recht gute Chance, auf gleich zwei Dinge einzunehmen. Der hier Vassalisierung anbieten, das wäre doch das Gescheitste für dich, Jung. Wenn ich dir da einen Krieg erkläre, dann verlierst du nur. Das bringt dir nichts. Pause war an, super. Immer diese Pause, da geht es immer nicht weiter. So, die Einheiten kann man auflesen. 81%. Jetzt vielleicht? Immer noch nein. Bald erobern wir hier die Irun. Hier, ja, wahrscheinlich irgendwie. Mit Namen habe ich es immer noch nicht so. Die hier Vassalisierung, ha? War auch nicht verkehrt. Naja. Das hier hat sich eigentlich gegessen. Komm. Oh, noch nicht. Das dauert nicht mehr so lange, bis wir das hier haben, denke ich. Oh, doch. Das kann man ein bisschen, das kann sich noch ein bisschen hinziehen da unten. Oh, wei, wei.
Königreich von Wales. Ja, das ist mir wurscht hier. Vassalisierung. Das kann doch nicht so schwer sein, hm? Der Earl von Pendire. Ja. Attacketruppen werden dezimiert. Das ist doch. Dass die auch so viele Truppen zum Verteidigen haben da unten. Ja, wahrscheinlich gegen die Sunni und so weiter. Brauchen sie ein bisschen mehr Truppen, weil sonst werden sie dahin gefegt. Ein bisschen schneller laufen. Klitzekleines bisschen. Damit wir das hier noch abschließen können. Zumindest wäre das mein Wunsch. Mein Wunsch als König wäre das. Frieden anbieten. Immer noch nicht. Aber sobald wir hier die Burg haben, müsste das einen gewaltigen Sprung tun. Gut. Das war die Belagerung, 100%. Sollte ja jetzt gehen. Forderungen erzwingen. Hervorragend. Damit hätten wir das gewonnen. Gut, ich tue derweil ein paar Schiffe ausheben. Wobei, Schiffe braucht er, glaube ich, gar nicht. Die Truppen auch zu Fuß hier nach Nord. Ja, wahrscheinlich lasse ich sie zu Fuß laufen. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt, würde ich sagen. Hier kann ich so wegpacken und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!